In diesem Video möchte ich euch einen Glitch zeigen, mit dem ihr unendlich Punkte bekommen könnt, so wie bei mir, Leute. Und zwar müsst ihr dafür das Piraten-Side-Easter Egg machen und den verfluchten Talisman einsammeln. Wie das Ganze funktioniert mit dem Easter Egg, zeige ich euch jetzt. Für all die, die es wissen, können gerne überspringen bis zum nächsten Schritt. Als allererstes kauft euch hier das Metzel Macchiato Perk, womit ihr härter zuschlägt. Dann geht hinter Speed Cola hier im Tunnel an diese Wand, schlagt diese Wand auf und hinter dieser Wand seht ihr eine Karte, Leute. Auf dieser Karte ist ein Ort markiert mit einem roten X und dieser Ort befindet sich auf unserer Karte, Leute. Geht zu diesem Ort und ihr werdet schon sehen, dass im Wasser so ein goldenes Item ist. Dieses Item brauchen wir, das ist nämlich die Uhr von dem Piraten. Den heben wir auf und gehen damit wieder zurück in die Höhle, da wo Speed Cola ist. Dann interagiert hier mit der Truhe und kurze Zeit später werden euch drei Punkte auf der Karte angezeigt. Ihr müsst zu jedem einzelnen Punkt dann gehen, Leute. Und ihr braucht drei Molotows. Die könnt ihr auch auf der Werkbank euch zusammenbauen. Punkt Nummer 1 auf der Karte befindet sich hier rechts auf dieser Insel. Und zwar, wenn ihr vor dem Generator steht, ist hier ein Skelett. Auf diesen Skelett werft ihr die Molotow und kurze Zeit später spawnt aus dem Skelett ein Mangler. Diesen Mangler müsst ihr jetzt erledigen, Leute, und wenn ihr den erledigt habt, droppt euch so eine verfluchte goldene Münze und das gleiche machen wir jetzt mit den zwei anderen Inseln. Und Spot Nummer 2 befindet sich hier oben auf der Insel. Wenn ihr hier an dieser Munitionsbox seid, links daran vorbeilauft, an dieser Treppe habt ihr das nächste Skelett, wo ihr drauf schießt. Eure Sicht ist erstmal blau, das ist wegen dieser Münze, Leute, das ist ganz normal. Und hier spawnt wieder ein Mangler. Diesen Mangler müsst ihr töten und er droppt euch noch eine verfluchte Münze. Jetzt haben wir schon 2 von 3 Münzen und wir gehen weiter zur dritten Münze. Diese befindet sich auf dem Schiffswrack, Leute, so ziemlich mittig hier an diesem großen roten Mast. Und zwar wirft ihr wieder eine Molotow drauf, der Mangler spawnt, ihr bringt ihn um, hebt die Münze auf und geht damit wieder zurück in den Tunnel. Interagiert mit der Truhe, Leute, und ihr kriegt hier goldene Loot zugeschmissen. Und kurze Zeit später seht ihr auf der Karte einen neuen Ort. Und das ist nämlich hier diese Krabbeninsel, die ist ganz unten auf der Karte. Nachdem ihr dann 2, 3 Wellen überlebt habt, seht ihr auf der Karte, dass so Blitze spawnen. Und dann kommt auch die goldene Schatzkiste hier in die Ecke, rechts von der Munitionsbox. Und hier befindet sich dann der Talisman. Mit diesem Talisman bekommt ihr durchgehend doppelte Punkte. Und bei Zombie-Treffern verliert ihr Punkte anstatt Leben. Wenn ihr den Talisman dann genommen habt, Leute, könnt ihr ihn nach einer Minute wieder in die Kiste zurücklegen und kurze Zeit darauf wieder einsammeln. Und dies müsst ihr jetzt die ganze Zeit machen, das ist nämlich der Glitch. Denn jedes Mal, wenn ihr den Talisman reintut und wieder rausholt, steigt euer Multiplikator für Punkte. Und ich mache das so ungefähr 8-9 Mal. Je öfter ihr das macht, umso mehr Geld bekommt ihr auch. Aber es reicht vollkommen, wenn ihr das so 8-9 Mal macht, Leute. Ihr könnt euch alles kaufen. Nur der Nachteil ist halt, ne, wenn die Zombies euch dann schlagen, dann wird noch mehr Geld abgezogen als vorher, weil der Multiplikator zählt dort auch. Wenn ihr dann genug habt, aktiviert doppelte Punkte und tötet einen Zombie. Und ihr werdet sehen, ihr kriegt auf einmal sehr, sehr viel Geld. Und wie gesagt, Leute, je öfter ihr das macht, umso mehr Geld bekommt ihr auch. Und falls ihr keinen doppelte Punkte Kaugummi habt, könnt ihr auch im Labor unten bei Pekka Punch hier einmal gegenschießen hinter den Kartons und dann droppt auch ein doppelter Punkte-Perk. Das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben können, das jetzt an dieser Stelle gerne ändern und ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit du immer auf den neuesten Stand bleibst und nichts mehr verpasst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.